Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, wie ihr eine Lichtschranke einsetzen könnt in der Naturfotografie. Für diesen Zweck habe ich hier eine kleine Lichtschranke mit von der Firma Yoki. Ich zeige euch, wie ihr die einstellen müsst, wo ihr die am besten einsetzen könnt und welche Möglichkeiten es da gibt. So, um die Lichtschranke einsetzen zu können, ich bin jetzt hier mitten im Wald, brauche ich ein bisschen Technik für. Und zwar habe ich einmal die Lichtschranke, das ist hier der Signalgeber. Aus dem einen geht das Lichtsignal raus, empfängt das wieder auf der anderen Seite. Und sobald das unterbrochen wird, löst die Kamera halt aus. Das ist die Funktionsweise. Dann habe ich hier solche Reflektoren, die ich dann halt aufbauen muss gegenüber der Lichtschranke. Die gibt es in verschiedenen Größen. Das ist ein bisschen Fummelei, zeige ich euch gleich die Einstellung. Dann habe ich hier die Kamera. Ich habe hier eine Alpha 700, habe hier ein 10 bis 20 mm Objektiv drauf, also sehr weitwinklig. Das hat den Vorteil, ich habe eine extrem große Tiefenschärfe in dem Bereich, habe einen sehr großen Winkel abgedeckt. Wenn ich die nachher auf F8 einstelle, dann ist es eigentlich ganz egal, wo dieses Tier sitzt, wenn das schon mal ein bisschen schräg oder schneller durchspringt durch die Lichtschranke, dass ich das halt entsprechend abgelichtet bekomme. Dann natürlich ein sehr bodennahes Stativ, weil die Tiere, die ich heute fotografieren möchte, sind Dachse. Die möchte ich sehr bodennah ablichten und da ist das halt die beste Möglichkeit für. Dann habe ich hier noch ein Batteriepack für die Lichtschranke. Dann ist halt dieser Kabelauslöser mit dabei, ein paar kleine Stative, um diese Lichtschranken aufzubauen. Das ist eigentlich das, was ich an Ausrüstung brauche. Okay, als erstes suche ich einen Platz aus, wo ich meine Lichtschranke aufbaue. Macht natürlich überhaupt keinen Sinn, wenn ich irgendwo einfach in den Wald gehe und baue die auf. Die Wahrscheinlichkeit, dass dann da genau ein Tier durchkommt, ist halt eher gering. Deshalb suche ich mir einen sogenannten Wildwechsel. Den kann man ganz gut erkennen. Meistens sieht man sie am besten direkt an einer Straße. Wenn man an der Böschung mal guckt, wo die so abgewetzt ist, wo das Laub fehlt, wo ja wie so ein kleiner Trampelpfad ist. Und da ist halt ein Wildwechsel, da kommt Wild durch. Oder ihr geht in die Nähe von einem Bau, von einem Dachs oder von einem Fuchs oder von Kaninchen, wo ihr denn wisst, dass sie auf jeden Fall eine Strecke zurücklegen. Das könnt ihr mal ganz gut erkennen. Ihr müsst halt den Bereich, den ihr nachher abdeckt, minimieren. Also möglichst kleinen Bereich, wo ihr nachher diese Lichtschranke einsetzt, wo es halt Sinn macht. Ich habe jetzt hier zwischen den zwei Bäumen ist ein natürlicher Wechsel und hier versuche ich jetzt die Anlage aufzubauen. Hier ganz in der Nähe sind halt von dem Dachs die Bauten. Ihr müsst das natürlich aus rechtlichen Gründen mit dem entsprechenden Yachtpächter abklären, dass es da nicht zu irgendwelchen Problemen kommt. Das habe ich aber auch schon in dem Rehvideo erklärt. Also da immer kurze Rücksprache halten, bevor es da Ärger gibt. Okay, als erstes schraube ich jetzt mal unter die Lichtschranke ein Stativ. Hier sind so kleine Stativgewinde dran. Die wiegt auch fast überhaupt nichts, also brauche ich kein großes Stativ zu haben. Ich möchte halt diesen Bereich abdecken und stelle mir die Kamera hier auf. Verbinde sie schon mal hier mit dem Strom. Hier erscheint schon direkt eine Kontrollleuchte, was schon mal die Arbeit etwas erleichtert. Die Justierung ist nämlich eine ziemliche Fummelei nachher. So, und dann muss ich auf der gegenüberliegenden Seite halt den Reflektor positionieren. Der gehört so zum Lieferumfang zu dieser Lichtschranke und ohne den funktioniert es halt nicht. Jetzt muss ich sehen, dass ich die in direkter Luftlinie miteinander verbinde.
Wie gesagt, das ist etwas fummelig. Ich komme am besten eigentlich damit klar, wenn ich die erstmal direkt davor halte. Wenn ich das davor halte, geht diese Kontrolllampe aus. Und wenn ich dann weiter weggehe, kann ich so langsam die Lichtschranke ausrichten und weiß, wann der Reflektor richtig sitzt. Also immer wenn die Lampe wieder angeht, sitzt der Reflektor nicht richtig. Und so kann ich diese Distanz überwinden. Bei größeren Distanzen hat diese Lichtschranke noch eine Einstellung, wo die halt nicht so sensibel reagiert. Aber hier bei dieser kurzen Entfernung passt das wunderbar. Und auf der Kontrollleuchte kann ich jetzt sehen, sobald ich hier eine Bewegung zwischen mache, löst die aus. Ich muss das Ganze natürlich noch ein bisschen tarnen, ein paar Äste drum machen und so weiter. Ganz logisch, möchte ich aber an dieser Stelle jetzt nicht zeigen. Das könnt ihr euch sicherlich auch so denken. Okay, als nächstes verbinde ich jetzt die Kamera mit der Lichtschranke. An dieser Kamera, hier an der 700er, habe ich noch den Vertikalgriff dran. Das hat den Vorteil, ich habe eine längere Batterielaufzeit, was mir da auf jeden Fall zugute kommt. Diesen Haltegriff, den Halteriemen, werde ich natürlich noch abmachen. Auch die Kamera muss nachher getarnt werden. Den Auslöser ganz normal an die Kamera anschließen. So, das Auslösekabel muss ich hier jetzt in die Lichtschranke einstecken. Das muss ich so ein bisschen behelfen. Okay, das sieht ganz gut aus. Jetzt kann ich direkt schon mal, bevor ich die Kamera entsprechend positioniere, kurz die Kamera einstellen. Und zwar stelle ich die Kamera in den A-Modus, weil das Wichtige, was ich haben möchte, ist halt die Blende, also die, weil ich die Tiefenschärfe bestimmen möchte. Da wähle ich eine sehr hohe Blendenzahl. Hier bei diesem Objektiv gehe ich jetzt auf Blende 11. Die ISO muss ich in diesem Falle auf Auto stellen, weil ich ja nachher nicht sagen kann, wenn das Licht schwankt, es wird etwas heller oder dunkler. Viele sagen, naja, dann kann man ja in den manuellen Modus gehen. Ich kann das ja aber noch nicht voraussagen, wann da ein Tier durchläuft. Und wenn es in der Zeit dunkel wird, dann habe ich nachher ein schwarzes Bild, wenn ich es manuell einstelle. Deshalb muss die Kamera schon messen. So, den Autofokus, den schalte ich ab. Genau. Und dann würde ich das Ganze auch im RAW-Format machen, damit ich nachher einfach mehr Möglichkeiten habe, die Belichtung noch zu beeinflussen. So, bevor ich jetzt die Kamera positioniere, teste ich mal, ob es funktioniert und siehe da, es funktioniert nämlich noch nicht. Okay, so, die Lichtschranke ist jetzt ausgerichtet und die Kamera ist soweit auch eingestellt. Und wenn wir jetzt hier was durchschmeißen oder mit der Hand kurz durchgehen, löst die Kamera sofort aus. Reicht auch hier so ein Tannenzapfen. Ist also eine wunderbare Sache. Jetzt müsst ihr euch eine Linie denken, wo ihr denn das zu erwartende Tier habt. Ihr könnt auch noch so einen Zwangswechsel machen. Das heißt, ihr legt ein paar Baumstämme oder was davon hin, dass das Tier halt zwangsläufig durch diese Schranke gehen muss. Ich positioniere jetzt die Kamera mal. Stelle den Fokus manuell auf diesen Punkt ein. Auch die Kamera müsst ihr nachher schön tarnen. Wenn es schlechtes Wetter ist, müsst ihr natürlich überall ein bisschen Plastikfolie drüber tun. Und Wild ist halt sehr schreckhaft. Deshalb habt ihr auch nur eine Chance, ein Bild zu machen. Das heißt, nach dem ersten Bild wird das Tier wieder weg sein. Deshalb könnt ihr da nicht so viele Versuche machen. Ist also ganz interessant, wenn man nachher mal
nach einigen Stunden die Sache auswertet. Ich zeige euch hier nochmal den Aufbau jetzt. Ihr habt also die Kamera, die Lichtschranke und den Reflektor. Ihr müsst das Ganze natürlich etwas weiter auseinander, ist sehr fummelig. Wenn ihr das einmal stehen habt, ihr könnt das schön fixieren. Dann braucht ihr nachher immer nur mit der Kamera ranzugehen und dann ist das nicht mehr so aufwendig. Ihr seht also hier in dem Abspannbild gleich, wie ihr entsprechend Bilder damit machen könnt. Versucht es einfach mal. Ihr habt da also jede Menge Möglichkeiten, auch Vögel zu fotografieren, wenn ihr an einem bestimmten Punkt durchfliegen sollen. Gerade auch Highspeed-Aufnahmen. Ihr könnt das Ganze noch kombinieren mit einem Blitz auf der Kamera. Wenn ihr ein stark frequentiertes Vogelhäuschen habt zum Beispiel und möchtet aber nicht immer die Vögel nur fotografieren, wenn sie an diesem Häuschen sind oder gerade an diesem Futterstelle sind, sondern wenn sie im Anflug sind, dann könnt ihr halt, das lässt sich sehr gut berechnen und dann könnt ihr halt da mit Blitz arbeiten und so die Bewegung einfrieren und bekommt den Vögel schön im Flug hin. Und ja, versucht es einfach mal. Diese Lichtschranke kostet knapp 100 € und bietet euch halt viele Möglichkeiten, die fotografisch einzusetzen. Okay, das war's von hier zum Thema Lichtschranke in der Natur einsetzen. Wer noch Fragen zu diesem Thema hat, wie immer gerne im Forum. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!